Menschen und Tiere in Käfigen? Kommt dir das normal vor? Das war Jacob, der hat dir alles auf den Kopf gestellt. Des 10. Mai 1971 konsumierte Clutch Nixon, der größte Stuntman des bekannten Universums, gewaltige Mengen an Zigaretten, rohen Eiern, Whisky und Wolfstestosteron, wobei letzteres ihm direkt in den Tränenkanal injiziert wurde. Dieser ausgewogenen Ernährung schrieb Clutch auch zu, dass er das als Coachella bekannte Berghangrennen überlebte. Clutch stieg an diesem Abend mit einem teilweise ausgerenkten Steißknochen ins Bett. Und mit dem wohligen Wissen, dass dieser Stunt niemals wiederholt werden würde.
nach der ersten Etappe der Strecke. Reife Leistung. Das nenne ich mal einen Glaubensbeweis. Sie sieht überhaupt nicht, wo sie landen wird. Der Weg ist kaum breiter als das Fahrzeug selbst. Was für eine meisterhafte Vorstellung. Hier ist wirklich Präzision gefragt. Besonderes. Die Schwachen sehen sich immer als Helden, egal wofür sie kämpfen. Sie halten sich für Krieger, aber das sind sie nicht. Sie sind Kinder. Diese Whitetail-Milits, das sind keine Soldaten, oh nein. Ihr Anführer Eli ist kein Held, er ist ein Feigling. Sie sind nicht stark. Hey, hast du eine Sekunde? Sie sind schwach und sie werden gejagt. Die Radarstation zu übernehmen war eine reife Leistung, aber es ist noch nicht vorbei. Es sieht aus, als würden sie immer noch Daten von hier senden. Der schnellste Weg, das abzustellen, ist, ihre Satellitenschüsseln zu zerstören. Ich bin ziemlich sicher, dass ich drei davon auf den Dächern in der Gegend gesehen habe. Nimm dir ein bisschen Sprengstoff und jag sie hoch. Und beeil dich. Die wissen bestimmt schon, dass wir hier sind. Endlich ist diese Gegend hier wieder in den Händen echter Amerikaner. Dafür habe ich trainiert. Wusstest du, dass Eli an diesen Bunkern für Jacob gearbeitet hat? Aber sie haben sich nicht gut verstanden. Wer hätte das gedacht? Da unten! Thank you.
bin getroffen! Hilf mir! Besten Dank. Ich sollte das später aufschreiben. Du solltest ihn jetzt sehen können. Gleiche Ansage. Rauf da und den Störsender abschalten.
Schrott bleibt Schrott. Wer drauf geht, war einfach nicht gut genug für Jacks Armee. In Ordnung! Halt dich, die Augen offen! Such bei dem Gebäude! Guter Gott! Tut mir leid!
nächste Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Alles sauber. Wheatie wird sich freuen. Die Leute, die seine Musik nicht mögen, vermutlich eher nicht. Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten. Ich habe an der Wolfstand noch mehr für dich zu tun, wenn du willst. Wir sehen uns. Ein ziemlich krasses Ding, nicht wahr? Thank you.
damit sie sie einfangen können. Vielleicht kannst du dich auch um den Rest davon kümmern. Thank you.
Hand aus und finde sie! Gib auf, Dummchen! Es ist, als spielen sie bloß mit uns. Diese Typen haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. Bitte. Danke.